Hatte ich der Roman nicht auch mal an den Rand der Verzweiflung gebracht? Einmal? Ulrich Blumbach, we'll meet again, we'll part once more. Mit den Worten haben wir uns beim letzten Mal getrennt, als wir über Joshua Coens Witz gesprochen haben, weil du mir da schon erzählt hast, dass du dich demnächst an James Joyce machst. Jetzt ist es ein knappes Jahr später und du hast den Paul-Celan-Preis 2022 für deine Übersetzung von Witz erhalten. Wie geht es dir mit Coen, mit James Joyce und mit dem Übersetzen? Also erstmal freue ich mich natürlich wahnsinnig, dass ich diesen Preis kriege, weil ich einfach damit nochmal Anerkennung für Witz bekomme. Ich freue mich aber auch für die Anerkennung für Witz, der damit einfach nochmal so ein bisschen Öffentlichkeit bekommt. Das ist ganz großartig. Und ja, was dann das nächste Projekt angeht, also eben mit dem Joyce, da übersetze ich ab und zu ein Wort und manchmal schon 5 Minuten später das nächste. Also das zieht sich dann eher. Lass uns über Witz sprechen. Heute geht es um Witz. Der Roman wurde von vielen Leuten immer wieder als unübersetzbar bezeichnet. Was ist denn die besondere übersetzerische Herausforderung an dem Ganzen? Das tatsächlich Schwierigste ist, dass die eigentliche Erzählung nicht greifbar wird oder die Welt, von der Joshua erzählt, wird nicht greifbar. Das heißt, wenn es eigentlich die erste Aufgabe aller Literatur ist, die eine Welt zu zeigen, plastisch zu machen oder so, dann verweigert er genau das. Also die Sprache wird bei ihm auch dann diesen unzähligen Assonanzen und Homonymen und Neologismen und Stilregisterwechseln, wird zu einem Gestrüpp, das sich vor die eigentlich zu erzählende Welt stellt. Das ist tatsächlich die Hauptherausforderung, zu sehen, worum es überhaupt geht. Mhm. Ich habe erst kürzlich bei Mohamed Bougassar, der im letzten Jahr den Prix Goncourt bekommen hat, gelesen, dass bedeutende Bücher sowieso gar kein Thema haben, sondern nur versuchen, etwas auszudrücken oder zu entdecken. Was ist denn das, was Joshua Coen mit Witz ausdrücken will? Also, wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann geht sie zielt sie aufs Thema von Witz. Und ich glaube, was Joshua wirklich machen wollte, war einfach eine neue Sprache zu entwickeln, um über den Holocaust sprechen zu können. Er hat als Journalist in Osteuropa die Erfahrung gemacht, dass bei allen Gedenkveranstaltungen eine ungeheure getragene, pathetische Rhetorik entwickelt wurde. Und die wollte er unterlaufen und hat versucht, sie mit Komik tatsächlich zu unterlaufen, mit sehr viel Albernheit, ohne dass der Holocaust dabei verharmlost wird. Das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Gratwanderung, dafür die richtige Sprache zu entwickeln. Aber ich würde sagen, das ist sein eigentliches Anliegen in Witz. Mhm. Nun hat ja Coen das Ganze auf Englisch verfasst. Du bist der quasi seine deutsche Stimme. Ist das dann nochmal eine besondere Herausforderung, quasi eine Sprache finden für ein Thema, wo so viel Unsagbares auch eine Rolle spielt? Was spielt das für eine Rolle, quasi mit Ironie an der Stelle umzugehen? Standst du auch selber manchmal vor der Herausforderung, wo du dachtest, ey, nee, das kann ich so nicht sagen, das ist hier im deutschsprachigen Raum viel zu sensibel? Also erstmal, grundsätzlich habe ich natürlich dieses Problem. Ich übersetze, anders als andere Übersetzer von Joshua Coen, den Roman in die Sprache der Täter zurück. Und dass die deutsche Literatursprache ist, die deutsche Sprache überhaupt ist, eine historisch belastete Sprache. Dem Problem muss ich mich stellen. Nun ist aber Joshua selber schon ein sprachpolitisch hochreflektierter Autor. Bestimmte Vokabeln kommen bei ihm gar nicht vor. Also die berühmteste Sache, worauf alle Rezensenten hingewiesen haben, ist, dass das Wort Jude kein einziges Mal auftaucht im ganzen Roman. Mhm. Und auch andere, nennen wir sie mal Triggerworte des Nationalsozialismus, der Judenvernichtung, tauchen nicht auf. Da hatte ich also erfreulicherweise verhältnismäßig wenig Schwierigkeiten. Mehr habe ich jetzt beim Sprechen über den Roman. Inwiefern? Naja, weil ich dann eine Metasprache benutze. Ich muss die ganzen belasteten Wörter wieder in den Mund nehmen, um zu sagen, was er erzählerisch eben veranstaltet. Wenn ich den Witz, wenn ich den Inhalt, den reinen Plot von Witz zusammenfasse, komme ich nicht umhin, das Wort Massenvernichtungsanlagen auszusprechen oder so. Gut, das ist jetzt kein belastetes Wort, aber nur als Beispiel dafür, womit ich es zu tun habe, wo ich einfach selber sehr sprachsensibel agieren muss. Hm. Sensibilität im Umgang mit der Sprache spielt im Moment auch eine große Rolle, wenn es um andere Dinge geht. Stichwort Kolonialismus, Rassismus, wie übersetzt man schwarze AutorInnen? Es gibt eine große Debatte rund um dieses ganze Thema. Wie siehst du das Übersetzen in Zeiten von Identitätspolitik? Wo sind da Grenzen? Wo sind da vielleicht auch Möglichkeiten? Also erstmal, wo die Grenzen sind oder wo die Schwierigkeiten eines
sensiblen, bewussten, woken Übersetzens liegt. Ich sag's mal so, ich glaube, in den letzten 10 bis 20 Jahren hat da ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Also die heutige politisch aktive Jugend, ich glaube, es ist auch eine Generationsfrage, handelt nach dem kategorischen Imperativ always moralize. Und ich bin auch groß geworden mit Frederick Jamesons kategorischem Imperativ always historicize. Das heißt, meiner Meinung nach geht es beim Umgang mit belasteten Diskursen, mit kolonialistischem, rassistischem, sexistischem Vokabular darum, wer spricht wann, wie. Und mein Glück jetzt beim Übersetzen ist, dass ich jetzt im Wesentlichen mit entweder historischen Romanen oder Romanen, die in früheren Zeiten spielen, zu tun haben. Das heißt, da war das Sensorium dafür noch gar nicht vorhanden. Meiner Meinung nach, und das ist jetzt tatsächlich mein Standort in diesen aktuellen Debatten, ist, ich muss dann die diskriminierenden Diskurse der Zeit verwenden, weil ich sonst Geschichte fälschen würde. Sonst würden meine Übersetzungen den Eindruck erwecken, das wäre ja eine total harmonische Zeit gewesen, in der sich alle Menschen darüber im Klaren waren, dass sie nicht kolonialistisch oder rassistisch oder sexistisch sprechen durften. Das wäre eine Geschichtsfälschung. Und ich meine, auch Literatur hat die Aufgabe, sich mit Geschichte auf eine Art und Weise auseinanderzusetzen, die den Lesenden ein Lernen ermöglicht, um es in Zukunft vielleicht besser zu machen und es nicht noch einmal zu solchen Verbrechen kommen zu lassen. Auf allen Ebenen jetzt eben. Verbrechen an Frauen, Verbrechen an Schwarzafrikanern, die nach Amerika deportiert wurden, kolonialistischen Erfahrungen überhaupt. Ist das ein Thema, also dieser sensible Umgang mit Sprache, auf den du jetzt auch bei Finnegan's Wake triffst? Erstaunlicherweise ja. Es gibt ein ganz böses, als hätten wir es vorher abgesprochen, ein ganz böses Beispiel in Finnegan's Wake. Am Ende eines Kapitels, also auch noch an einer sehr markanten Stelle, verballhornt er eine Stelle aus der Liturgie und sagt, in the name of the Father and the Son and the Holocaustos. Also nicht Holy Ghost, sondern Holocaustos. Und das, diese Stelle habe ich, Finnegan's Wake ist 1939 erschienen. Also der Holocaust war noch nicht passiert faktisch, denn die Massenvernichtungsanlagen wurden mehrheitlich erst in den 40ern eingerichtet. Geschweige denn gab es den Begriff Holocaust dafür. Trotzdem, ich habe diese Stelle jetzt in zwei Runden mit Kolleginnen, Seminaren, Workshops besprochen und alle haben gesagt, das kannst du nicht machen. Du kannst ja nicht diese Formel übersetzen mit, ich weiß nicht mehr, wie Joyce Vater und Sohn verballhaut, aber du kannst nicht sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Holocaustos. Das geht nicht. Also selbst bei diesem historischen Roman bin ich mit dem Problem konfrontiert und habe eine Schere im Kopf. Wir können das heute nicht mehr schreiben. Das geht nicht. Oder nicht, natürlich können wir das Wort Holocaust benutzen, aber nicht in einem Karlauer. Auch bei Joshua Cohen, der selber satirisch und karlauernd umgeht mit dem Holocaust, gibt es Grenzen. Gerade in einem deutschen Text? Gerade im deutschen Text. Verstehe. Kommen wir aber zurück zu Witz. Mich hat wahnsinnig beeindruckt, was du für eine breite lexikalische Palette bedienst. Und ich habe mich gefragt, wie stelle ich mir den Übersetzer Ulrich Blumbach in seinem Büro vor? Bist du hinter Wörterbüchern eigentlich verschwunden? Ja. Erst einmal, ja, bin ich. Es stapeln sich immer im Laufe des Tages auf dem Schreibtisch und auf dem Boden und auf Beistelltischen immer mehr Wörterbücher. Aber das Dumme ist, Cohen arbeitet sich dermaßen in seine Materien ein, dass Wörterbücher nicht mehr reichen. Ich brauche ganz oft Fachbücher aus den einzelnen Disziplinen. Also bei ihm waren es sehr viel Architektur, ist mir aufgefallen. Aber auch so ganz abstruse Sachen. Biologie, ich habe mich tatsächlich einarbeiten müssen in die Biologie von Wiederkäuermägen. Oder dann kommt plötzlich eine halbe Seite über Falknersprache, was überhaupt keine Relevanz für den Roman zu haben scheint, aber das Vokabular ist einfach da, die Terminologie ist da, will erarbeitet und auf Deutsch rekonstruiert werden. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich, könntest du so Romane wie, wie jetzt Witz oder vorher Infinite Jest, sind die überhaupt übersetzbar ohne Internet? Ich kann es mir inzwischen nicht mehr vorstellen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie ich ohne Internet übersetzt habe, weil es natürlich eine so ungeheure Hilfe bei allen möglichen Recherchen ist. Es gibt wahnsinnig lustige Komposita bei Cohen, auch wahnsinnig komplizierte. Es gibt Komposer, die reihen sich über mehrere Seiten. Was sind denn so Lieblingsworte von dir?
Eigentlich alle die, wo ich... Alle Wörter, die für mich selber eine Welterweiterung bedeutet haben. Also das sind meine Sachen, die ich niemals im Alltag werde verwenden können. Was war ein schönes Embouchure? Das ist eine bestimmte Mundstellung beim Blasen von Blasinstrumenten. Ich bin jetzt kein Musiklehrer, ich werde also nie in die Verlegenheit kommen zu sagen, Thomas, du musst aber jetzt wirklich mal auf deine Embouchure achten. Ist eher unwahrscheinlich. Ein sehr schönes Wort, ein ganz einfaches und unscheinbares und nicht Fremdwort war Docke. Ich wusste nicht, dass man Garnbündel als eine Docke bezeichnen kann. Garnbündel. Nee, ja. Eben. Ist ein, aber in den entsprechenden Textilarbeiterkreisen wohl ein ganz gängiges Wort. Öffnen sich völlig neue Karriereoptionen. Solltest du nochmal Textiler. Aber hat dich der Roman nicht auch mal an den Rand der Verzweiflung gebracht? Lass uns drüber sprechen. Nein, also er ist ja dermaßen schwer, dermaßen kompliziert. Das nicht direkt Verzweiflung in der Dauerzustand war, aber das Haare raufen oder so. Ich musste so auf unendlich vielen Ebenen über meine eigenen bisherigen Fähigkeiten hinauswachsen. Also sowohl beim Herstellen von Wortspielen, Karlauern und so, dann aber eben auch bei der historischen Komponente noch einmal. Das Schwierigste war, auf einer Ebene das Schwierigste war, dieser grauenhafte und im Wortsinn grauenhafte Schlussmonolog. Also ein der letzte Auschwitz-Überlebende liegt im Sterben und lässt noch einmal Revue passieren, nicht nur sein eigenes Leben, sondern die Geschichte, die antijüdische Gewaltgeschichte seit ungefähr 2.500 bis 3.000 Jahren. Es geht los mit der Zerstörung des babylonischen Tempels, aber es ist eben ein innerer Monolog. Man könnte sagen, seit Menschengedenken. Seit Menschengedenken, meinetwegen, ja. Und das wird aber nicht, natürlich nicht chronologisch erzählt, sondern eben wie man in einem inneren Monolog assoziativ hin und her springt. Eben aus Babylonien zu den Kosakenpogromen in Polen des 17. Jahrhunderts, zurück in die Zeit der Kreuzzüge, vor zum Holocaust. Und manchmal montiert Joshua die Reizvokabeln dieser verschiedenen Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, auf mikroskopischer Ebene. Einmal steht zwischen dem Patrizierhaus, in dem sich Anne Frank versteckt hatte, in Amsterdam, glaube ich, und irgendeinem Ort in Polen, steht nur eine römische 2 mit einem kleinen C. Ja. Und ich bin durch reinen Zufall drauf gekommen, dass 2C die Nummer des Lagers der Ungarinnen in Auschwitz-Birkenau war, wo die Geliebte des Erzählers, des sinkenden Sterbenden, untergebracht war. Also ja. Völlig logisch, narrativ, absolut kohärent, aber komm mal drauf, dass wo du nach der Bedeutung dieser 2C suchen musst. Ja. An der Übersetzung hat es nichts geändert, weil da steht jetzt auch bei mir 2C. Ja. Aber ich musste ja erstmal wissen wollen, was ist da überhaupt gemeint. Du hast ja in dem Fall, hättest du ja ganz das Ganze einfach machen können und zum Telefonhörer greifen und Joshua Cohen anrufen können, das bei David Foster Wallace oder bei... James Joyce natürlich schwieriger. Wohl. Wie verlockend ist das, wenn man quasi einen Autor hat, der da noch ist und man vor solchen Problemen steht, nicht einfach zur einfachen Lösung zu greifen? Ich glaube, da steht nicht nur mir, sondern sehr vielen Kollegen und Kolleginnen der eigene Stolz im Wege. Wir wollen es ja erstmal selber rauskriegen. Hm. Aber wenn ich es dann gemacht habe, und ich habe es oft gemacht, war es ein Labsal, weil Joshua ein wahnsinnig hilfsbereiter Autor ist, wahnsinnig kooperativ und dabei absolut down to earth, was man vielleicht bei einem Autor, der so komplexe Bücher schreibt, gar nicht annehmen sollte. Aber er hat dann absolut matter of factly mir Links zu irgendwelchen Websites geschickt, wo ich dann die Stelle, die mir gerade Schwierigkeiten machte, perfekt erläutert fand. Und was ich auch gerne erzähle ist, Joshua hat eigentlich auch an der Übersetzung mitgewirkt. Wir haben in einigen durchaus Whisky geschlängerten Nächten, habe ich ihm Probleme mit Wortspielen geschildert und er hat dann selber, weil er Deutsch kann, selber Vorschläge gemacht. Also wenn im Original der Bürgermeister von New York Mehr, Meir, Meier heißt, da habe ich gesagt, das kann ich nicht übersetzen. Mehr heißt nun mal Bürgermeister. Ich verliere auf jeden Fall was von dieser Assonanz. Mehr, ja. Meir, Meier. Und er überlegte wirklich aber nur 3 Sekunden lang und sagte, du, wie wärst du mit Bürgermeister Goldberg-Scheister. Weil Goldberg-Scheister ist getrennt, sind Namen einer Radioshow der Marx Brothers aus den, weiß nicht, 20er oder 30er Jahren. Das muss man aber auch erstmal wissen. Ja, aber das heißt, es bleibt für ihn eine jüdische Referenz. Ja. Also nicht nur Goldberg-Scheist er, das könnte man auch für einen
in diesem Fall satirischen, antisemitischen Joke halten, aber Scheister war ein gängiger jüdischer Familienname. Es bleibt vor allem wahnsinnig komplex und irgendwie kohärent im Ganzen. Ganz genau. Dieses Suchen, du hast vorhin von dem 2C gesprochen, inwiefern gehört dieses Suchen für dich mit zum Übersetzen? Bin ich ein bisschen überfragt. Ich meine, es gehört ja immer dazu. Oder nein, andere Romane arbeiten vielleicht nicht so extrem kryptisch und verrätselnd. Ja, genau. Das ist bei Witz vielleicht eine Ausnahme. An seinem ganzen ästhetischen Projekt, wie schreibe ich über den Holocaust, er will es seinen Leserinnen nicht einfach machen. Aber grundsätzlich gehört ein solches Suchen natürlich immer dazu. Mhm. Wir müssen immer irgendwelche verborgenen Anspielungen enträtseln. Hilft dir deine Arbeit an Witz jetzt eigentlich für Finnegan's Wake? Ja, sehr sogar. Und zwar einfach, weil Joshua wirklich Techniken von Joyce übernommen hat, natürlich weiterentwickelt hat, aber ich konnte mich da schon ein bisschen warm laufen für Finnegan's Wake. Und würde Joshua heute Cohen. So weit gehen zu sagen, dass Infinite Jest von Wallace und Witz von Joshua Cohen waren so Gesellenstücke und jetzt kann ich mich mit Finnegan's Wake langsam an die Meisterprüfung machen. Aber Gesellenstücke klingt immerhin besser als warm machen. Aufwärmen mit David Foster Wallace und Joshua Cohen, das klingt schon verrückt. Du bist einer der gefragtesten ÜbersetzerInnen, die wir ins Deutschsprachige haben. Nichtsdestotrotz die Frage, welche Bedeutung haben für dich Preise und Förderungen? Bist du auf sowas nichtsdestotrotz angewiesen oder ist das eine nette Ehre? Nein, das ist sogar wichtiger denn je. Ich bin ganz dringend darauf angewiesen, denn ich habe im Laufe der Jahre immer schwierigere Bücher gemacht, aber die Normseitenhonorare, die ich dafür bekomme von den Verlagen, sind nicht im gleichen Maße mitgestiegen. Das heißt, meine Arbeitszeit ist gestiegen, aber nicht mein Einkommen. Ein Kollege, ich glaube, es ist eine Wanderanekdote, aber ich habe sie von Bernhard Robben gehört, dem Übersetzer von Ian McEwan, der hat mal gesagt, er hat sich in die Armut hoch übersetzt. Mhm. Und das kann man also machen, weil je bessere Bücher man übersetzt, desto weniger verdient man damit. Und leider steigt dann auch die Tantiemenbeteiligung nicht im gleichen Maße, weil so komplexe Bücher verkaufen sich in der Regel nicht besonders gut. Das heißt, auch wenn ich vom ersten Exemplar am Erfolg, am Absatz beteiligt werde, prozentual, ist es immer noch weniger, als wenn ich irgendeinen Harry Potter oder so übersetzen würde und da beteiligt würde. Mhm. Die einzige Ausnahme war der unendliche Spaß. Der hat sich tatsächlich so oft verkauft, dass ich nochmal richtig verdient habe. Aber ansonsten, nein, bin ich ganz dringend angewiesen auf Stipendien, auf Preise, auf diese Zusatzgratifikation. Verstehe. Lass mich abschließend fragen, David Foster Wallace, Joshua Cohen, James Joyce, es sind ja nur die ganz kleinen Autoren, die du anfasst. Ironie off. Mhm. Was reizt dich an solchen Nerv- und ja auch lebenszeitraubenden Projekten? Du übersetzt jahrelang daran. Ja, natürlich tue ich das. Und als erstes mal, alle drei Bücher sind mir angeboten worden. Also ich habe mir die nicht ausgesucht. Das nur so als eine kleine Abschwächung. Es sind Lebensbücher geworden. Finnegan's Wake wolltest du schon lange machen. Ich habe mich seit 40 Jahren mit Finnegan's Wake beschäftigt, sagen wir so. Es machen zu wollen, es übersetzen zu wollen, ist immer noch eine verhältnismäßig neue Entscheidung. Nein, aber was ist der Reiz von solchen Der Büchern? Reiz ist erstmal, also abstrakt gesprochen, ist es der Reiz, was ist in der deutschen Sprache, in der deutschen Literatursprache überhaupt möglich? Mhm. Was lässt sich da machen? Und natürlich kannst du an so komplexen Büchern am besten austesten, wirklich experimentieren. Okay, was ist machbar? Wie kann ich die Sprache erweitern? Wohin kann ich sie erweitern? Was ist machbar? Was ist nicht mehr machbar? Wo geht eine Leserschaft nicht mehr mit? Die andere Sache ist aber sehr viel profaner, glaube ich. Ich übersetze jetzt seit etwa 30 Jahren. Und irgendwann langweilt die Standardsprache. Mhm. Und dann ist es ganz einfach ein Genuss, Wörter und Wendungen und Sätze hinschreiben zu können, die ich so noch nie geschrieben habe. Mhm. Das, würde ich sagen, ist für mich das Glück des Übersetzens.